Ich, Dennis, Retro-Reviewer mit viel zu viel schwäbischem Dialekt, präsentiere euch nun ein Spiel, welches fast in Vergessenheit geraten ist und das wohl auch... Au, fuck! Oh. Da tut das weh! Es gab mal eine Zeit, als sich ein Teil der Spieleindustrie doch tatsächlich einbildete, dass man das beliebte Genre des Grafik-Adventures dringend durch hässliche Polygonhaufen vor schäbig gezeichneter Kulisse ablösen müsste. Am besten immer durch ein schlechtes und frustendes Kampfsystem erweitert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne niemanden, der die ersten drei Alone in the Dark-Spiele tatsächlich mag. Doch nachdem Infogrames die Reihe nach Teil 3 auf Eis gelegt hatte, war der Plan, eine neue Serie aus dem Boden zu stampfen. Timegate. Und Night's Chase sollte der erste Teil der Reihe werden. So viel sei schon mal gesagt, zu einer Serie kam es nie. Und wieso das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Zu Beginn sehen wir zwei pixelige Klötze gegeneinander kämpfen. Der offenbar dunkle Bösewicht begeht gleich zwei eklatante Fehler. Erstens verrät er seinen Plan, zweitens passt er beim finalen Schlag nicht auf und rums, das war's. Wir springen in die Gegenwart zu unserem Protagonisten William. Nicht nur zerhaut eine fiese Axt seinen nagelneuen Schreibtisch, kurz darauf taucht auch noch der dunkle Ritter von vorhin auf und... naja, zum Mitarbeiter des Monats wird er wohl nicht mehr gewählt. Als wäre das alles für William nicht schon schlimm genug, erfährt er nun, dass er auch noch seine Verlobte finden muss, die von einem fiesen Finsterling entführt wurde. Seine Suche beginnt in einem alten Kloster, welches inzwischen ein Museum für mittelalterliche Geschichte ist. Schon beim Umschauen bemerke ich wieder den Hauptgrund dafür, wieso ich Spiele dieser Art nicht mag. Die Steuerung. Entweder der Held bleibt irgendwo hängen oder er bewegt sich strikt in die falsche Richtung oder sonst was passiert. Aber gut. Irgendwelche komischen Sachen passieren. Ich glaube, dass William die Reinkarnation eines gewissen Theobald von Montdidier sein soll. Hier seid ihr Theobald von Montdidier, umgeben von euresgleichen, in den Gärten vom Davidstempel in Jerusalem, im Jahre des Herrn 1134. William, der alte Schuft, schleicht sich schließlich in eine dunkle Ecke des Museums und wartet darauf, dass es geschlossen wird. Da taucht sein Nemesis auf. Ich, Wolfram, rechte Hand des Großinquisitors von Paris. Ich fordere dich heraus, William Tibbs. Er heißt wirklich Wolfram. Ich kann einfach keinen Schurken ernst nehmen, der Wolfram heißt. Wolfram. Wahrscheinlich hat jeder Kegelclub Deutschlands einen Wolfram. Das ist dann immer der, der auf den Ausfahrten Durchfall bekommt, weil er am Rastplatz was Falsches gegessen hat. Und dann sagen wieder alle, ach, der Wolfram hebt schon wieder Scheißerei, Kate. Gegen so jemanden müssen wir also antreten. Ja, prima. Habe ich vorhin die schlechte Steuerung schon erwähnt? Die macht besonders viel Laune, wenn man Laserstrahlen ausweichen muss. Man scheitert. Und scheitert. Und scheitert. Ja, ist schon ein bisschen hart, wenn im Museum einschließen lassen direkt mit Gefängnis bestraft wird. Ich, Dennis, schlechter Verlierer und stetiger Rumnörgler im Angesicht von frühen 3D-Gehversuchen, hab schon oft erwähnt, dass ich es für eine der größten Gameplay-Sünden halte, wenn ein Spiel äußerste Präzision fordert, aber dabei keine Präzision ermöglicht. Hier ist genau das mal wieder der Fall. Ich habe kein Problem damit, wenn mich ein Spiel vor eine Herausforderung stellt und etwas schwieriger ist. Ich habe aber ein Problem damit, wenn mich ein Spiel verarscht. Jedenfalls geht's irgendwann weiter. Wir verprügeln den armen Siegfried von Sagalot ein weiteres Mal, nur um schließlich von Wolframs Lakaien in einen Brunnen geworfen zu werden. Und hier beginnt der konsequenzfreie Esoterik-Marathon erst so richtig. Dort wird der Stein dir Wort geworden sein. Die großen Gründer harren deiner. Ihr habt nicht verstanden, worum es geht? Dann wird es euch sicher freuen zu hören, dass das auch nicht erklärt wird. William erreicht also vollkommen verwirrt die Vergangenheit und denkt sich nur, hey Opa, bitte erkläre nochmal, was ich tun soll. Jenseits der Zeit müssen die Zwillinge, Vorfahren der Menschen, einander wiederfinden. Die Einheit wiederherzustellen und die Zukunft der Menschen neu zu begründen. Ja, danke, du hilfst noch nicht richtig weiter.
Und hiermit beginnt Williams lange Suche nach seiner Verlobten mitten im Mittelalter. Auf dem Weg dorthin muss man kämpfen, knobeln und viel, viel sterben. Oh Gott, das wollte ich nicht. Aha, ein Game Over in diesem Spiel hat wohl sehr, sehr starke Konsequenzen. Wir versuchen also nicht Game Over zu gehen, aber ich, Dennis, ungeschickter Fettnäpfchen-Fetischist, schaffe es einfach an jeder erdenklichen Stelle zu scheitern. Zum Glück kann man jederzeit unbegrenzt speichern. Ohne das wäre das Spiel aber auch unschaffbar fies. Einzig die Kämpfe sind trotz der miserablen Kampfsteuerung noch sehr einfach. Noch? Nun ja, später im Spiel gibt es kleine Teufelchen, die in einer Frequenz zuschlagen, dass man ihnen ohne hundertprozentig perfektes Timing nicht beikommen kann. Zusätzlich dazu gibt es später auch kaum Nahrung, mit der man seine Energie wieder pushen kann. Das heißt, wenn man mit seiner Lebensenergie nicht sparsam umgeht, dann kann man sich ein Happy End abschminken. Grafisch scheint es eine geringe Weiterentwicklung der Alone in the Dark Engine zu sein. Die Hintergründe sind jetzt deutlich feiner und detailreicher, die Charaktermodelle bewegen sich zumindest halbwegs realistisch und proportional korrekt. Und trotzdem bleibt für mich dieser bittere Nachgeschmack. War das mal State of the Art? Gibt's irgendjemanden, der damals fand, dass Alone in the Dark ein gutes Spiel war? Geschweige denn, dass Alone in the Dark gute Grafik hätte? Nee, es ging in die falsche Richtung und dafür, dass Night's Chase 4 Jahre nach dem ersten Alone in the Dark rauskam, ist der Fortschritt einfach zu gering. Einzig die Soundkulisse und die Musik können sich durchaus sehen, bzw. hören lassen. Zwar ist die meiste Zeit Midi-Gedudel, aber zumindest nicht nervendes Midi-Gedudel. Fazit: Das Spiel ist ziemlicher Schund. Und deswegen muss man böserweise sagen, zu Recht ist Timegate nie in Serie gegangen. Ach, wirklich? Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass das Spiel schlecht ist. Es ist unfair, undurchsichtig, stümperhaft gemacht und wirkt nicht wie aus einem Guss. Und trotzdem zeigt es in seinen besten Momenten sowas wie Atmosphäre und stellenweise gar Detailverliebtheit. Auch wenn das jetzt nur ein schwaches Kompliment ist. Ich hatte das Spiel deutlich schlechter in Erinnerung, als es jetzt in Wirklichkeit ist. Einmal mit etwas Hilfe eines Walkthroughs durchspielen war unterhaltsam. Unfreiwillig komisch und herrlich albern, aber irgendwie dann doch gut auszuhalten. Mit besserer Technik, höherem Budget und etwas mehr Expertise, vielleicht auch mit etwas Feedback zum ersten Teil, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die nächsten Spiele besser und vielleicht sogar gut geworden wären. Allerdings ist das alles rein hypothetisch. So gesehen bleibt Night's Chase ein verpatztes Spielchen und bekommt von mir keine Empfehlung. Und deswegen beende ich, Dennis, Videomacher, welcher nie weiß, wie man ein Video beendet, deswegen einen Halbsatz öffnet, der wiederum in einen Nebensatz mündet, bis zu dem Punkt, an welchem ich, Dennis, Reviewer aus Leidenschaft, welcher nicht mehr weiß, wie der Satz mal begonnen hat. Ich nehme diesen Preis nicht an. Wir haben Eis gespielt. Da kommst du doch früher gar nicht hingegangen. Was machen Sachen? Bei uns ist die Idee nicht sauber. Genau.